Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Armored Warfare. Und ja, ihr seht, ich benutze meine Replays zum AW Let's Playen. Sprich, ich kommentiere die danach. Und es hat folgenden Grund. Mit zweitens fällt man an, genau. Erstens, es ist einfacher. Muss ich wirklich sagen, es ist einfacher. Weil gerade hier, ihr seht, globale Operation, was jetzt im 0.18er Update gekommen ist, es ist sehr schwierig, umfangreich. Frag mich nicht, warum ich gegen den Felsen gefahren bin. Und da macht es sich einfach nur schlecht, wenn man kommentiert. Zweitens, lenkt das dadurch ab. Drittens, es kostet sehr viel Zeit, gerade in AW, weil wir ja das Beste für euch rausholen und alles. Und ja, das ist sonst ziemlich sehr zeitintensiv. So hat man nämlich durch seine Replay-Funktion eben, ja, eben schon gute Materialien, wenn man selber so zusammen, wenn man selber so spielt, genau. Deswegen kann ich dadurch euch jetzt auch nicht genau die Respawn-Funktion nachher zeigen. Auf jeden Fall, wenn man gestorben ist, erstellen sie eine Minimap und du kannst dann an einen von den, von diesen drei Punkten, ich hoffe, man sieht die aus, spawnen. 018 ist das so. Oh, nicht in 018. Ich werde das in diesem Video und auch in den folgenden Videos nur das erklären, was in globalen Operationen geschieht, wenn es passiert. Zum Beispiel, es sind eben Hybridmodus, viele kennen es vielleicht, aber ich meine, das ist ja schon Wochen alt. Ja, da oben sind die PvP-Gegner, die gelben Gegner sind immer Bots. Und dann gibt es noch Joker. Ja, Joker werden nachher kommen, das können wir nachher erklären. Jetzt ist es praktisch so, dass wir hier gerade Punkte erkappen sollten. Warum wir das gerade nicht machen, weiß ich auch nicht. Ah doch, jetzt greifen wir uns die 1, das ist schön. Vor allem, das kostet uns ja auch Punkte, wenn es der Gegner cappt, beziehungsweise wenn wir cappen, dann kostet das dem Gegner Punkte und wer es erst möglich hat, hat verloren. Ja, hier bin ich gerade mit der 80 gefahren. Ja. So. Ah ja, und wann und wo das jetzt alles genau kommt. Also auf meinem Kanal wird das so alle 2 bis 3 Tage kommen. Und auf dem Clan-Kanal dann eben einmal die Woche. Höchstwahrscheinlich freitags. Ich plane auf meinem eigenen Kanal auch noch ein bisschen was noch dazu zu bringen. Aber das überlege ich mir dann noch, was genau ist und auch eine Überraschung. Ja, im Moment sieht es ja nicht gerade so schön rosig aus. Na gut, ich meine, 100 Punkte Rückstand, gut, das geht noch. Die erkennbaren Punkte, die wechseln dann nachher auch. Das werden wir auch nachher sehen. Ja, da ist natürlich der Leo. Da ist jetzt durchgekommen. Das ist natürlich sehr praktisch. Da habe ich ihn dann bekommen. Ja, da habe ich ihn getötet, genau. Ja, jetzt cappen wir gerade 2 zurück. Wenn es hin und wieder mal Ruckler gibt, dann tut es mir leid, weil performance-technische Probleme, ich weiß nicht, was das da manchmal ist. Ja, da möchte, weiß nicht, kam der schon da hoch, weiß ich gerade gar nicht, hä? Ja. Aber jetzt haben wir das Weiß rückgekappt und jetzt cappen wir mittlerweile 3 und ihr seht, wir holen punkte-technisch gut auf, weil wir eben die Punkte haben, ne? Ah ja, genau, da habe ich jetzt gerade versucht, gleich den Warrior zu bekommen. Aber ich glaube, das ist mir ein bisschen misslungen. Ja, da habe ich daneben geballert und dafür hat man die Arti eine gegeben. Ja. Also das ist dann nicht so praktisch gewesen. Und dann kam jetzt noch der PL01 hoch und dann, ja. Ja, durch den PL01 zu kommen ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, da kommt er um die Ecke. Da bin ich wieder nicht durchgekommen. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, und da hat er mich erwischt. So, jetzt warten wir das sozusagen. Wir können ja jemand anderes zuschauen. Na komm, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wem schauen wir denn mal zu? Ach, ehe wir uns entschieden haben, sind wir schon da links da. Ach, wir tappen jetzt einfach mal durch. Was die anderen so machen.
Ja gut, da sind wir schon wieder. Egal, warten wir jetzt. Also auf jeden Fall, ich habe ja jetzt einen Spawnpunkt ausgewählt. Da werdet ihr auch gleich sehen, wo ich spawne. Und genau hier in der Mitte bin ich wieder spawnt, habe mich entschieden. Ist immer so der beste Punkt, finde ich. Ah ja, habt ihr das gerade gesehen? Punkt 2, ne? Waren die Keker, genau. Die Gegner kurz vorm fertig werden, nur noch eine Sekunde und wir haben den Typen da drin noch gekillt, ne? Das ist ganz praktisch. Und ihr seht, hinten ist ein Joker, da kämpft gerade ein Kollege. Das sind Deutsch übersetzt heißt die hier Pillenbox, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, das sind so eine kleine Raketentürme, die man praktisch ercappen kann und dann dem Gegner vor die Nase setzen kann. Und jetzt haben wir praktisch das Missionsziel geändert, jetzt können wir auch die anderen Punkte cappen, also 5 und 4. Fahre ich da gerade nicht? Ich glaube, ich bin da gerade zu 4 gefahren, ne? Aber guck, irgendwie doch so ein bisschen schelmisch in Richtung 5. Da konnte ich mich noch nicht so ganz entscheiden, wie es aussieht. Ja, nee, dann habe ich mich doch nur umentschieden zur 5 zu fahren. Genau. Ja. Ah ja, und erstmal Raketenturm von den Gegnern wegmachen, weil der uns da einen hingepflanzt hat. Weil, wie gesagt, die können Raketen schießen und dann weg bist du. Das geht ganz schnell. Und ihr seht oben an den Punkten, wir haben sehr gut aufgeholt. Also 2335 zu 1790, das ist schon doch sehr gut. Und frag mich nicht, warum da dieser Raketenturm auf einmal wieder stand. Ich habe keine Ahnung. Ja, da habe ich mich umentschieden, dann doch nicht drauf zu schießen, weil sie das Zeit gekostet hätte. Ja, der T15 HIV hat da ein bisschen Selbstmord begangen. Da meint er wirklich allein gegen drei MBTs zu kommen, aber na gut. Ja, da warten wir jetzt. Genau, da ich nämlich auf dem XM8 drauf, dass der auch einen Fehler begeht und mir direkt vor die Linse fährt. Aber das war dann doch nicht so der Fall und er möchte nämlich da hinten zu dem Joker hinfahren, das ist nämlich ein Bomber. Das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob man das in dem Video sieht, wo das so geil knapp ist, oder ob das ein anderes ist. Auf jeden Fall seht ihr noch, wie sie direkt alle vor mir dank eines Bombers sterben. Da gibt es ein Video. Ja, da war ich schon doof gewesen. Aber na gut. Ja, jetzt haben wir Richtung genau das 6 macht tot und der Kollege holt sich jetzt hoffentlich den Bomber. Ja, den holt er sich, das ist sehr schön. Deswegen haben wir auch jetzt gerade umgedreht. Ja, die 4 hatten wir safe, das seht ihr auch auf der Minimap. Wenn ihr da mal hinguckt. Das ist doch sehr safe da gewesen gerade. Genau, jetzt. Genau, da kommt ein Bomber, das ist unser. Der fliegt da. Jetzt sehen wir auch gleich, wie er die Bomben abwirft. Nee, doch, da habt ihr kurz einen Schwall gesehen. Wahrscheinlich seht ihr das auch gleich. Ja, doch. Genau, Luftangriff. Genau. Ja. Ja, und das ist natürlich wieder dieser PL01, gegen den wir irgendwie schon wieder gar nicht kommen. Jetzt kommen auch noch die anderen und haben uns gekettet. Das war sehr schlecht. Ich glaube, wir sind auch sowieso gleich tot. Weil wir. Ja, genau, ich hab's geahnt. Na, kurz was trinken. Entschuldigung. Ja, und jetzt hat sich das wieder das Missionsziel geändert. Auf Punkte 6, 7, 8 und 9. Das ist sehr entscheidend. Also, wenn man da schon vorne war, dann muss man jetzt keinen großen Stress machen. Wenn man aber eher hinten ist oder gleich auf, dann sollte man schon machen, dass man 3 von 4 Punkten wenigstens hat. Sonst ist verloren. Kann man sagen. Weil es auch die letzten Punkte, die man sozusagen hat. In dem Sinne. Ah ja, und da hinten seht ihr auch einen Sandsturm, der kommt dann auch immer näher. Aber ich glaube, in dem Video ist das nicht so, dass wir den noch abbekommen werden.
Es ist gleich schnell vorbei. Er sieht auch oben an der Punkte. Es ist gleich in dem Sinne 1900 gegen 954. Ja, ne? Genau, da fahren wir nochmal Richtung. Was ist das? 9? Ja, 9 müsste das sein. Runter. Ja, 9. Um da ein bisschen zu unterstützen. Da haben wir wieder umgedreht und holen uns wohl doch einen anderen. Genau, weil der da nämlich witzig sein möchte und die 8 holt. Oder 8 holen möchte. Dass der auch nicht mehr gekriegt hat, dass wir jetzt von der Seite kommen. Der XM8, den, auf dem wir es schon vorher abgesehen haben. Ja, eigentlich wollte ich ihn da, glaube ich, einklemmen und dann, ja, daneben geschlossen. Genau. Glückwunsch. Genau, der Ariat jagt ihn von der Seite und ich fahre da gleich, ja, da haben wir daneben geschossen. Und ich fahre da nochmal so rum und greife ihn mir von der anderen Seite. Genau, da hat der Ariat ihn angeschossen und ich komme von da und töte ihn. Ne, das ist ja auch mal was. Genau, da cap ich gerade einen Bomber. Mhm. Mit den anderen zusammen. Also wer als erster in dem Cap aber war, der bekommt auch das Joker. Ich glaube, damit auch die Gegner auch einbekommen, glaube ich. Ja, die Gegner auch ein. Genau, da fliegt er. Der Gegnerbombe. Und wir haben jetzt auch einen. Genau, da tut man praktisch jetzt auch Q und wählt dann aus, wo man den ungefähr handhaben möchte. Ja, da ist aus dem Thema wenig passiert. Ja, genau, da habe ich meine jetzt losgeschickt, direkt über diesen Punkt da, weil ich dachte, da könnten welche sein. Aber wie gesagt, ich habe gedacht. Ja, da schickt der Kollege nochmal einen Bomber, nochmal darüber. Das sind da rein. Aber ich habe großartig nichts erwischt. Leider, weil da doch keiner mehr war. Genau, da kommt der vom Kollegen nochmal rüber. Der hat aber auch keinen Erfolg gehabt. Also, der Punkt war komplett leer, da war gar keiner. Also, das war. Und den haben wir auch schon gewonnen, weil. Ja. Ja, wir haben gewonnen. Fertig. Jo, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ja, dann lasst ein Like da und dann sehen wir uns wieder. Ciao, ciao. Bye, bye.